Ich hoffe, euch geht's gut. Ich bin Eva und in dem Video geht's um 15 Tipps für Leute, die vegan werden wollen, es ausprobieren wollen und für vegane Beginner. Der erste Tipp ist es einfach, die Dinge leicht zu nehmen, weil vegan ist in den meisten Fällen eine ziemliche Veränderung und ein ziemlicher Schnitt, vor allem wenn man aus vielleicht einer Familie kommt, die ein bisschen traditioneller ist oder aus einem traditionellen Umfeld, ist vegan wirklich was, was bisschen die Traditionen umkrempeln kann oder auch einfach Gewohnheiten ganz stark verändern kann. Und da finde ich, braucht es am Anfang ein bisschen Zeit, bis man sich da ein bisschen informiert drüber. Das heißt, wenn du am Anfang vielleicht von dieser veganen Lebensweise abkommst oder so, nimm es nicht zu schwer. Es passiert jedem. Bei mir war es auch so, dass ich die erste war in meinem Umfeld, die vegan wurde. Das heißt, ich kannte eigentlich niemanden so personell, deswegen war ich am Anfang ziemlich verwirrt und so und habe gesagt, okay, daheim bin ich vegan, aber wenn ich mit Freunden oder mit Familie ausgehe, bin ich noch kein Fleisch, aber esse ich noch Milchprodukte. Genau, aber das hat sich dann geändert mit der Zeit und weil ich mich dann einfach mehr informiert habe und selbstbewusster wurde. Der zweite Punkt ist, dass du keine Angst haben solltest vor Kohlenhydraten, weil Kohlenhydraten so gut für dich sind und dir Energie geben und dir einfach das geben, was du brauchst. Und ich glaube wirklich, dass die Umsetzung von Kohlenhydraten effizienter ist als die Umsetzung von Fetten. Also fühl dich nicht schlecht, wenn du Obst isst oder Kohlenhydrate isst, sondern das ist eigentlich ziemlich gut für dich. Der dritte Punkt sind Lies-Etiketten, weil nicht alles vegan ist. Also ich dachte bei vielen Produkten, dass sie vegan sind, aber tatsächlich sind in vielen Produkten kleine Elemente enthalten, die nicht vegan sind. Der vierte Punkt ist, Restaurants auszuchecken in deiner Umgebung oder Nähe und einfach vielleicht zu googeln, die Menükarte, ob sie vegane Alternativen haben, dass du dann einfach zu deiner Familie oder Freunde sagen kannst, hey, könnten wir nicht zu diesem Restaurant gehen. Dann gibt es noch mehr Essen und das ist, finde ich, ganz cool bei dieser veganen Diät, dass man mehr essen kann, weil vom Volumen her hat zum Beispiel Reis viel weniger Kalorien und viel mehr Masse als so ein Fleischstück. Das heißt, du kannst viel mehr essen und wenn du vielleicht was gegessen hast, dann nach ein paar Stunden oder so schon wieder hungrig bist, isst auf jeden Fall was. Hör einfach auf deinen Körper und fühl dich nicht schuldig. Dann gibt es noch den Punkt, sich genügend zu informieren. Weil ich wirklich glaube, dass je mehr man sich informiert, desto selbstbewusster wird man in dem Feld. Und mir hat das auch viel gebracht, dass ich mich ganz viel informiere, weil ich dann einfach stabiler war. Also wenn dann zum Beispiel jemand aus der Familie oder so gesagt hat, es funktioniert nicht, vegan zu sein, hast du einfach dich schon informiert über die Fakten und weißt, dass es funktioniert. Dann gibt es Bewegung. Und Bewegung ist ziemlich cool, weil wo ich vegan geworden bin, habe ich automatisch viel mehr Energie bekommen und wollte mich auch bewegen. Das heißt, wenn du viel mehr Energie verspürst, geh einfach raus, beweg dich ein bisschen. Genau, dann haben wir noch Kochen braucht Zeit. Also ich habe, bevor ich vegan geworden bin, überhaupt nie gekocht. Also wusste ich überhaupt nichts von Kochen und als ich dann vegan geworden habe, war ich ein bisschen überfordert. Aber es braucht einfach Zeit und am Anfang hat wirklich nichts geschmeckt, aber nach einer paar Zeit, also nach ein paar Wochen, ein paar Monaten kommt man da rein und dann schmeckt das eigentlich ziemlich gut, aber es braucht ein bisschen Zeit. Dann gibt es noch den Punkt, das Beispiel zu sein, weil die meisten Menschen haben schon ihre gewissen Vorstellungen fertig und vor allem Personen, die ein bisschen älter sind, haben schon ihre Vorstellungen, wollen da nicht wirklich drum ruckeln und wollen nicht wirklich an ihren Gewohnheiten was verändern. Genau, deswegen, was mir viel geholfen hat, ist mich eher darauf zu konzentrieren, das Beispiel zu sein und weniger darauf konzentrieren, meinen Eltern oder so zu sagen, du darfst kein Fleisch essen, weil meistens haben sie eh nicht so gehört, aber wenn sie dann wirklich sehen, dass es dir gut geht und dass du mehr Energie hast, dann kommen die meisten Menschen ins Denken. Dann gibt es noch, dass man stolz auf sich selber sein sollte, weil ich finde, wenn man vegan wird, wird man sich bewusster. Und man steht praktisch für das ein, an was man glaubt. Und man steht dafür ein, dass man nicht unnötig Leid verursacht, dass man nicht unnötig Tiere tötet, das Leben von anderen nimmt. Und ich finde, in vielen Situationen muss man sich da einfach ein bisschen bewähren. Und dafür sollte man auf jeden Fall stolz auf sich selber sein. Dann gibt es noch den Punkt, vielleicht mit Freunden so eine vegane Challenge zu machen. Weil alleine, glaube ich, ist es sehr, sehr schwer. Bei mir war es so, die erste Zeit war ich alleine, aber dann ist eine sehr gute Freundin von mir auch vegan geworden. Dann waren wir schon zu zweit und es war
leichter, dann vegan zu sein, weil dann konnte ich immer sagen, ja, meine Freundin macht das auch, wir machen das gemeinsam. Und es war irgendwie viel, viel leichter. Und wenn bei dir vielleicht keine Freundin oder so mitmachen will, würde ich echt empfehlen, auf vegane Potlucks zu gehen, also wo Menschen Essen teilen, also wo jeder was mitnimmt und man dann gemeinsam was isst oder zu veganen Events geht oder zu Messen geht oder zu Festivals geht etc. Man trifft immer sehr nette Leute da und vegane Freunde zu haben ist auf jeden Fall hilfreich. Dann gibt es noch den Punkt, dass man sich eher auf das Gute konzentrieren sollte, weil wo ich angefangen habe, vegan zu sein, habe ich ganz viele von diesen Massentierhaltungsfilmen angeschaut und war ziemlich deprimiert. Aber ich finde, es gibt immer Schlechtes und immer Gutes und wenn man sich einfach darauf konzentriert, dass es Menschen gibt, die wirklich was verändern wollen und auch was verändern, ist es gleich viel, viel besser, als wenn man sich immer auf das Traurige fokussiert. Dann gibt es noch, dass man genug Protein bekommt, also dass man sich überhaupt keine Angst oder Sorgen machen sollte über Protein, weil egal was du isst, überall ist Protein enthalten, das heißt, du bekommst 100%ig genug Protein. Dann gibt es noch gute Kombinationen. Das ist wichtig, dass man zum Beispiel, wenn man viel gekocht ist, so eine gekochte Mahlzeit gegessen hat, dass man danach eher kein Obst essen sollte, weil das ziemlich, ziemlich schlecht für die Verdauung ist, weil das Gekochte sehr, sehr langsam verdaut und das Obst sehr, sehr schnell verdaut und das kann dann zu Problemen führen. Aber wenn man das ein bisschen beachtet, dann ist es sehr, sehr sinnvoll. Und ich glaube, das war auch alles, was ich teilen wollte. Vielleicht, um das Video abzuschließen, will ich sagen, wenn du es wirklich willst, findest du einen Weg. Weil ich habe mal dieses Zitat gelesen, wenn man etwas wirklich will, dann findet man einen Weg. Und wenn man es nicht wirklich will, findet man eine Entschuldigung. Und ich glaube, das ist definitiv wahr. Genau. Aber ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen sehr, sehr schönen Tag. Und wenn ihr das Video hilfreich fandet, klickt gerne auf den Like-Button. Ihr könnt mich auch bei Instagram folgen. Also ich bin viel aktiver bei Instagram und poste auch ganz viele hilfreiche Tipps und Informationen. Also könnt ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Und ich wünsche euch noch einen sehr schönen Tag. Ciao, ciao!